Wir müssen einen Gedanken noch bedenken, dass wir genau wissen, wer dieser Jesus eigentlich ist. Er ist als Mensch gekommen in diese Welt. Aber wer ist das eigentlich, der da kam? Da haben sich schon die Pharisäer die Zähne dann ausgebissen an diesem Jesus. Und wir können das ganz klar erkennen. Die Bibel sagt uns ganz klar, wer er ist. Als da jemand gichtbrüchig war, kamen vier Männer und sie haben auf der Trage diesen Mann zu Jesus gebracht, damit er geheilt wird. Und weil da so viele Leute waren, hat man das Haus, war ja nicht aus Beton gebaut, abgedeckt und haben den runtergelassen. Ich finde es eine tolle Idee. Die sagten, der muss unbedingt zu Jesus, kostet es, was es wolle. Und wenn wir die Dächer abdecken, ist gar keine Frage. Und so ließen sie ihn darunter. Und das Erstaunliche ist, Jesus sagt als erstes nicht, sei heil, sondern was sagt er? Dir sind deine Sünden vergeben. Das ist nämlich das Wichtigste, was wir überhaupt brauchen, die Vergebung unserer Sünde. Denn die Sünde trennt uns von Gott und die Sünde schließt uns aus vom Himmelreich. Und die Schriftgelehrten, die dabei waren und die Augenzeuge dieses Geschehnisses waren, die sagen, wie redet der denn so? Er lästert Gott. Wer kann Sünden vergeben als Gott allein? Sie hatten eine richtige biblische Erkenntnis, nämlich Sünde vergeben kann nur Gott, kein anderer. Das haben sie erkannt. Was wäre jetzt die richtige Schlussfolgerung gewesen, wenn sie das zu Ende gedacht haben? Wenn da einer mit Vollmacht Sünde vergibt, aus sich selbst heraus, dass er es tut, wer muss es dann sein, der das vergeben hat? Das muss Gott sein. Ist doch eindeutig. Eine schöne Denksportaufgabe. Das haben sie nicht geschafft, das zu Ende zu denken. Aber ganz klar für uns, der da Sünde vergibt, das ist Gott selber. Halten wir fest, Jesus ist Gott. Das müssen wir unbedingt festhalten. Er ist nicht irgendwer. Er ist Gott selbst. Er ist der Sohn des lebendigen Gottes und er ist Gott gleich. In Johannes 5, Vers 19 lesen wir, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts tun, sondern nur das, was der Vater ihn tun sieht. Denn was dieser tut, tut gleicherweise auch der Sohn. Hier haben wir es nochmal. Gleicherweise, was Gott tut, tut auch der Sohn in gleicher Weise. Er hat Vollmacht über alle Dinge. Und Jesus hat gesagt, ich habe alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Er konnte dem Sturm gebieten, er konnte dem Tod gebieten, er konnte allem gebieten. Er war wirklich Gott selbst, der hier über diese Erde ging. Er hat sich aber gleichzeitig während der Zeit so erniedrigt, dass er auch gleichzeitig Mensch war. Er war beides, während seiner Erdenzeit Mensch und Gott. Niemand ist in der Lage, das zu tun, was Gott tut. Niemand. Nur Jesus, weil er selber auch Gott ist. Das ist sehr wichtig, dass wir das festhalten und das einmal so klar erkennen. Weil Jesus aber Gott ist, wird er auch angebetet. Denn die Bibel sagt, nur Gott gebührt Anbetung. Aber er ist Gott. Kein Engel wird angebetet, kein Mensch darf angebetet werden, auch nicht Maria. Das müssen wir deutlich sagen. Kann und darf nicht angebetet werden. Strikt verboten. Maria ist nicht Gott. Jesus ist Gott. Als die Weisen aus dem Morgenland kamen, heißt es Matthäus 2, Vers 2, wir haben seinen Stern gesehen im Morgenland und sind gekommen, ihn anzubeten, weil er Gott ist. Und in Matthäus 2, Vers 11, da lesen wir, und sie fielen nieder und beteten das Kindlein an. Das Kind in der Krippe ist Gott. Ist der Sohn des lebendigen Gottes, aber ihm gleich. Das ist sehr wichtig zu wissen. Als der Stephanus vor den Toren Jerusalems gesteinigt wurde und er zum ersten Märtyrer dieser Welt wurde für Jesus, da betet er in Apostelgeschichte 7, Vers 59, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Er betet ihn an und befiehlt sein Leben in die Hände Gottes, in die Hände Jesu. Thomas war ein Zweifler. Der kommt in meiner Verkündigung so schlecht weg.
Wir Zweifler, nicht wahr, der glaubte nicht. Ich finde den Thomas ganz, ganz prima. Hervorragend. Der hat nicht alles geglaubt. Nicht alles, was man ihm irgendwie erzählte, hat er nicht geglaubt. Das tun ist am besten auch, dass wir das nicht auch so tun, dass wir das prüfen. Und das wollte er. Er sagte, zeig mir deine Nägelmale und zeig mir die Stelle, wo die Lanze eingestochen war. Da muss ja eine Narbe sein. Er ließ sich das zeigen. Und dann augenblicklich zog er die Konsequenz daraus und betet ihn an und sagt, mein Herr und mein Gott. Da haben wir es ganz deutlich aus der Schrift. Jesus ist Gott. Ich betone das deswegen so deutlich, weil es so furchtbar viele falsche Meinungen über Jesus gibt. Er war ein Sozialreformer oder was die Leute sich da alles ausgedacht haben. Allen möglichen Kokolores kann man doch nur sagen. Nein, den wir hier vor uns haben, das ist Gott selbst. Es ist sogar der Schöpfer. Und in Hebräer 1, Vers 6 heißt es, und es sollen ihn sogar alle Engel Gottes anbeten. Jesus wird von allen Engeln angebetet. Und in Offenbarung 5, Vers 14 heißt es, und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf Erden und unter der Erde und auf dem Meer und alles, was darin ist, hörte ich sagen, denn der auf dem Thron sitzt und dem Lamm sei Lob und Ehre und Preis und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Daran sehen wir, Jesus existiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er ist nicht geschaffen, sondern genau wie Gott der Vater von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er ist Gott gleich. Sehr wichtig, dass wir das zur Kenntnis nehmen. In Johannes 1 wird uns deutlich gemacht, dass der Jesus der Schöpfer aller Dinge ist. Wenn wir die Frage stellen, woher haben wir unser Leben, dann haben wir es von Jesus. Wenn wir die Frage stellen, wer hat den Andromeda-Nebel 2,25 Millionen Lichtjahre von uns entfernt ins Weltall gesetzt, dann war das Jesus. Es ist derselbe Jesus. Und dieser Jesus hat es gemacht. Und das wird uns deutlich gemacht im Johannesevangelium Kapitel 1, die Verse 1 bis 3. Und da heißt es, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Jetzt kommt es. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Also was wir in diesem ganzen Universum sehen und auf dieser Erde, was da kreucht und fleucht, möchte ich sagen, ob das die Spatzen sind oder die Elefanten oder die Giraffen, ob es die Tiefen des Meeres sind, ob es der Mond ist, der Jupiter, alles, was wir in dieser Welt entdecken und sehen, bis ins tiefste, kleinste Atom hinein, was wir unter Mikroskopen und sonst wo sehen und erforschen. Wer ist der Urheber aller dieser Dinge? Es ist der Herr Jesus. Er hat das alles gemacht. Er ist Gott, ein Universum. Und wie macht er das? Wie viele Millionen Jahre braucht er dazu? Dass das Jahr niemand mehr denkt, ist falsch. In 6 Tagen hat er das gemacht. In 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und alles, was darin ist. Das ist Vollmacht, das ist Allmacht. Da braucht man keine Millionen Jahre. Hier merken wir, hier haben wir es mit dem lebendigen Gott zu tun, der alle Macht hat. Und darum, wenn wir weiterlesen, sehen wir, dass das, was hier etwas verschlüsselt ist, das Wort, wird uns gesagt, wer das ist. Und darum können wir es auch so übersetzen. Im Anfang war Jesus und Jesus war bei Gott und Gott war Jesus. Alle Dinge sind durch Jesus gemacht. Und ohne Jesus ist nichts gemacht, was gemacht ist. Jetzt haben wir es ganz, ganz deutlich. Jesus ist der Urheber der gesamten Schöpfung. Auch unser Leben, das wir überhaupt leben, verdanken wir diesem Jesus Christus. Von Jesus können wir niemals groß genug denken. Und wenn die Welt ständig ihn kleiner macht, sollen sie es machen auf dem Weg ihrer Verlorenheit. Wir erheben unseren Herrn und bezeugen das, was die Schrift uns lehrt, dass er Gott ist, dass er der Schöpfer aller Dinge ist. In Jesaja 9, Vers 5 wurde sein Kommen prophetisch angekündigt und da heißt es, er heißt Gottheld, ewig Vater. Die Zeugen Jehovas sagen, der ist irgendwie wie die Engel mal geschaffen. Alles falsch. Irrlehren gibt's genug in dieser Welt. Weg damit. Die Bibel sagt eindeutig, er ist der Ewigvater. Er existiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das zeichnet
ihn aus. Es gibt nur einen Weg zu Gott, dem Vater. Nur einen Weg zum Himmel. So wie Jesus das sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Ein ehernes Wort, das niemals geändert wird, das sind die Bedingungen, die Gott gesetzt hat und die bleiben sind. Und da mag alle moderne Theologie kommen und das auflösen wollen, das Wort des lebendigen Gottes ist unvergänglich und bleibend. Das ist sehr wichtig zu wissen. Es gibt nur einen einzigen Mittler zu Gott. Das ist Jesus. Keine Maria, keine Heiligen, sonst etwas, was wir uns ausmalen würden, was wir uns ausdenken würden. Nichts, nichts, nichts. Ich klage niemanden an, woher er kommt, aus welcher Ecke, spielt überhaupt keine Rolle, habe ich schon gesagt. Ist für Gott völlig uninteressant, aus welcher Kirche du kommst, aus welcher Religion. Gott fragt nur, wie gehst du weiter? Machst du in dem alten Trott weiter und marschierst den Weg der Verlorenheit oder lässt du dich von Jesus rufen und kommst in seine Spur? Nur diese eine Spur führt zum Himmel. Das müssen wir wissen. Eine einzige Spur. Und jetzt komme ich wieder zurück zu dem, was der Paulus dem Kerkermeister von Philippi sagt. Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig. Das war eine kurze, eine klare, eine knappe Botschaft und der Mann hat sofort reagiert. Das ging in sein Herz hinein. So können wir es auch tun, dass wir kommen, sagen, hier bin ich, jetzt habe ich es verstanden, Schluss mit aller Rede, mit 78.000 Predigten vielleicht, schaffen wir gar nicht in diesem Leben, aber dass wir einfach diese Botschaft jetzt ernst nehmen und uns rufen lassen zu dem Heiland der Welt. Und das hat Gott gesagt, siehe, ich lege euch vor den Weg zum Leben und den Weg zum Tod. Das lege ich euch vor. Das tut Gott heute Abend auch. Ich lege euch vor den Weg zum Leben oder den Weg zum Tod. Entscheide. Eindeutig. Komm, mach's fest. Dann hast du dich für das Leben entschieden. Und wir haben ja schon festgestellt, Jesus ist die Person des ewigen Lebens. Wenn du zu Jesus kommst, hast du automatisch das Leben. Dann hast du automatisch Gott. Dann hast du alles. Dann hast du den Himmel, da hast du die Tür gefunden. Dann hast du die Wahrheit gefunden. Hast du alles gefunden. Dann hast du den Schöpfer gefunden. Alles in dieser Person ist vereinigt in Jesus. So großartig ist das, wenn wir ihn finden.